Dieser Künstler heißt Masatomo Harada, kommt aus Düsseldorf und lebt aber in Mainz. So, als erstes sehen wir den Düsseldorfer Hafen, Öl auf Leinwand. Durch die unterschiedlichen Bauarten im Düsseldorfer Medienhafen wird das Bild zum Mischer. Besonders das Roggendorfhaus, ein altes Speicherhaus, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Dann kann man das gar nicht mal so sehr von weitem sehen. Und zwar sieht man dort die Flossies, die haben dort eine Heimat gefunden. 1998 hatten die bunten Kunststofffiguren ihren ersten Auftritt, entworfen von der Künstlerin Rosalie. Der Denkmalschutz ließ sie erst nur bis zum Dach klettern. Seit 2002 erobern 24 Figuren den Speicher. 5 weitere findet man am Nachbargebäude. Jede Figur ist ein Unikat, differenziert durch unterschiedliche Haltung, formale Gestaltung und in 4 Farben Rot, Gelb, Blau und Grün. Bei der genaueren Betrachtungsweise dieses Fotos ist etwas ganz Lustiges passiert, und zwar bei der Vernissage war hier ein Ehepaar und die Dame sagte dann, Moment mal, das bin doch ich mit meiner Tochter. Aber wir waren überhaupt noch nie in Düsseldorf im Medienhafen. Und dann habe ich gedacht, aha, sie da. Nicht das Ganze ist Mesh-up bedingt durch die verschiedenen Bauarten, sondern genau das ist das Mesh-up. Dieses Foto ist nämlich vor 2 Jahren hier bei einer Vernissage entstanden, was der Künstler gemacht hat und hat einfach in dieses Bild die 2 Personen reingemalt. Also nicht das ist das Mesh-up, sondern genau das. Die 2 nächsten Bilder sind die Stockrosen 1 und 2. Hier treten Natur und Architektur gegenüber. Genau das Gleiche ist mir auch hier passiert. Ich habe immer gedacht, Mesh-up, was ist denn hier nur Mesh-up? Also bei dem habe ich es nach wie vor nicht so sehen können. Ich habe gedacht, na gut, das ist halt Natur und Architektur. Und beim genauen Betrachten dieses Bildes habe ich dann festgestellt, ach guck mal da, hier oben, was ist denn das? Das ist ja ein Frosch, was macht denn der da oben auf dem Balkon? Hier ist nämlich genau das, das Mesh-up. Also man muss wirklich genau gucken und ich bin also, ich war durch die Ausstellung gegangen und habe also wirklich gestern oder vorgestern erst entdeckt. Ich habe gesagt, weil das eben so von der Vorwelt zu sehen ist, wie jetzt hier die Knospen der Stockrose. Daran kann man mal sehen, wie sehr der Mensch ja oberflächlich eigentlich ist. Ne? Nee, dazu viele eigentlich. Ja, genau. Hören, sehen, genau, ganz genau. Ganz genau. So. Dann kommen wir hier.